Letztens hat mich ein Abonnent überrascht und gesagt, Legal & General hat heute 7% verloren. Ich dachte mir auch, mein Gott, das gibt's doch gar nicht. Ich habe nach News gegoogelt, habe nichts gefunden. Da gab es also irgendwie keine große Neuigkeit, warum Legal & General an einem Tag 7% verlieren sollte. Ja, und dann ist mir eins aufgefallen, einige Tage später. Ja, am 27. April ist Legal & General ex-Dividende gegangen. Das heißt, vom Kurs wird die Dividendenausschüttung abgezogen. Zahlung ist erst am 5. Juni, muss man dazu sagen. Das heißt, ja, das ist halt auch für andere Aktien der Fall. Wenn X-Dividendendatum ist, dann wird die Dividende vom Kurs abgezogen. Das haben wir bei der BASF zum Beispiel jetzt auch gerade gehabt. 3,40 €. Ja, bei 47 Euro Kurs ist das schon ein ordentlicher Kursabschlag. Und das werden wir jetzt auch in den nächsten Wochen haben. Heute, glaube ich, Deutsche Post Hauptversammlung. Also da auch morgen minus 1,85 €. Ja, auch Münchner Rück hat, glaube ich, heute Hauptversammlung. Da morgen minus 11 € ungefähr. Also diese Kursabschläge werden uns jetzt die nächsten Woche begleiten. Immer wenn Hauptversammlung ist, am nächsten Tag Ex-Dividende, dann ist die Dividende vom Kurs abgezogen. Das nur als kurzer Hinweis, damit ihr euch nicht wundert, wo kommen denn diese großen Kursausschläge her.